Herzlich willkommen zurück bei The Forest. In der letzten Folge sind wir gestorben und jetzt sind wir in der Nacht aufgewacht. So, es hat sich wieder gefangen. Ein kurzer Rückklau zum Anfang. Ich hoffe, unsere Gefangenschaft hat jetzt keine Auswirkungen, denn ich hoffe nicht, dass sie auf uns aufmerksam geworden sind. Getränketechnisch haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was am Start. Zwei Snacks ist jetzt nicht gerade viel, aber wir haben auch noch unsere Häschenfalle. Und endlich, ich fasse es nicht, wir haben endlich... Mach's an, genau. Wir haben endlich unser Wasserauffangbehältnis, unsere Schildkröte. So. Ist es eine gute Idee, das Feuer jetzt anzuzünden? Ich glaube nicht. Also heißt es wieder mal ausharren, denn... Wir können wieder mal nicht schlafen. Mein Ziel für heute ist es, das Haus hier eventuell fertigzustellen. Es sind ja nur noch schlappe 69 Loks. Ein Katzensprung also. Also, naja. Oder ein Hasensprung. Ich bin wieder nicht dazugekommen, zu schauen, wie ich die Hasen hier rauskriege. Und demnächst möchte ich auch ein paar Hasen häuten, denn wir haben keine Hasenhaut dabei. Genau, wir haben hier nur Lurchhaut. Das war's auch. Lurchhaut haben wir dabei. Aber keine Hasenhaut. Schade eigentlich. Denn damit hätten wir uns... Ein bisschen heller gemacht. Damit hätten wir uns eine Bärentasche machen können. Funktioniert jetzt leider nicht. Aber wir können ja mal ein paar kleine Beeren essen. So, da können wir noch ein paar reinmachen. Ich hau jetzt einfach mal rein. Weiß nicht, was das jetzt genau war. So, zack. Hat uns jetzt nicht sonderlich gefüllt. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal was im Magen. Ach, na komm. In Spielen ist gefühlt die Nacht immer länger als der Tag. Liegt daran, dass man in der Nacht leider nicht allzu viel machen kann. Außer aushauen und warten, ob eventuell Besuch kommt. Na ihr? Ihr kleinen süßen Häschen. Bald ist Weihnachten, da werdet ihr geschlachtet. So, was können wir jetzt tun? Auch merkwürdig, dass wir hier jetzt nicht wie bei Ark eine Anzeige haben, wie unser Darmstand ist. Ich meine, hier auf Forest muss er auch irgendwann mal sich erleichtern. Sei es in Form eines Kackeklumpens. Den hat er wirklich... Man kann ja leider nicht in... Third Person umschalten, hat ja wirklich immer die gleichen Sachen an. Der muss stinken wie die Hölle, wenn er nicht gerade mal in den Teich hüpft. Oder wie wild. War das ein Vogel? Die Anzeige, dieses Auge zeigt uns, dass hier irgendwo jemand in der Nähe ist, dass uns eventuell jemand sehen kann. Sollte das der Fall sein. Es ist ein Vogel. Es scheint ein kleiner Vogel zu sein. Windig ist es, aber regnen tut es natürlich nicht. Also unser Wasservorrat. Wir müssten uns, glaube ich, mal noch eine Schildkröte besorgen, die wir hier vielleicht noch daneben stellen können. Gut, wenn es nicht regnet, nützen uns auch zwei Schildkrötenpanzer nichts. Was natürlich doof ist. Und allzu viel Cola haben wir jetzt auch nicht gefunden im Dorf. Vielleicht habe ich auch noch nicht richtig geschaut. Würde ich jetzt nicht abstreiten. War ja wieder mal alles relativ hastig. Also wir haben schon wieder Hunger und Durst. Ich esse noch ein paar Beeren. So, und eigentlich könnten wir das auch nutzen und gucken mal in dieses
doch zu. Okay, wir können, glaube ich, nichts mehr reintun. Eben, wir gucken jetzt einfach mal hier in unser Survival-Book. Weil da haben wir ja auch schon was. Da haben wir diese zwei Fotos, die wir gefunden haben. Einmal von der komischen vier-, fünf-, sechsbeinigen Gestalt. So, Notes haben wir keine. Oh, es waren Vögel. Okay, ich glaube, die anderen Leute hätten sich schon angekündigt, wenn sie jetzt hier reingeschaut hätten. So. So. Wir reingucken. Naja, allzu viele Notizen haben wir scheinbar noch nicht gemacht. Find Timmy. Unser Sohn, set up defenses. Find the missing plane passengers. Okay. Da haben wir auf jeden Fall in pain. Wir sind in pain. Wir haben Schmerzen. Und warum haben wir Schmerzen? Weil wir Hunger haben? Wir sind auf jeden Fall fett geworden. Ich weiß nicht, wie die Umrechnung zu LBS in Kilo ist. Okay, das ist nicht allzu gut. Okay, machen wir mal schnell weiter. Das ist der Regular, also der normale Eingeborene. Er ist stark, aber langsam als die dünnen. Läuft gerne in Gruppen, kann Bäume klettern. Feuer ist effektiv. Wir haben bis jetzt nur diesen einen gefunden. Das ist interessant. Wir haben also noch keine Begegnung mit Kannibalisten gemacht oder mit diesen kleinen dünnen. Zwei Rabbitskins. Das würde ich gerne machen und das würde ich auch sehr, sehr gern machen. Dazu würde ich aber sagen, machen wir uns einen Bogen, damit wir ein Reh von Weitem erlegen können, denn sie sind sehr schnell, finde ich, die Rehe. Also ein Reh so zu erlegen, wo habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Na komm. So, fühle ich mich sicher? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen ja auch langsam mal zu Potte kommen, ne? Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein was gemacht, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und zwar habe ich eingestellt, dass die Bäume nachwachsen. Ich habe das ja schon so oft erzählt, dass ich nicht weiß, ob die Bäume jetzt nachwachsen oder nicht. Sie wachsen jetzt nach. Das sollte uns natürlich helfen, unsere Basis etwas aufzubauen. So allzu viel haben wir in diesen 8 Minuten, wie die Folge jetzt schon geht, nicht geschafft. Wir haben. Ach, diese Hasen. Ich habe diesmal auch die Lautstärke etwas höher, beziehungsweise etwas lauter auf meinem Ohr. Ob das so eine gute Entscheidung war, da ich ja eh schon relativ schreckhaft bin. Ich glaube nicht, dass sie gut war, aber was soll's? So, wir holen uns mal hier diesen Hasen raus. Ich hoffe, dass es ein Hase ist. Und es war gar nichts drin, glaube ich. Ne? Genau, es war nichts drin. So, dann essen wir mal fix. Ja, ich weiß, das ist wieder 4 Kalorien. Aber wir müssen ja schließlich irgendetwas essen, ne? So. Und das dauert jetzt mal ganz kurz. Komm. Ich habe Hunger. Happy. Fix. Reinhauen hier. Okay. Und weiter geht's mit gefülltem Magen und genügend Energie. Werden wir mal ein paar Bäumchen noch abholzen. So, fangen wir mal hier drüben an. Ich frage mich immer noch, warum die Eingeborenen das nicht hören, dass hier andauernd Bäume gefällt werden. Das war jetzt relativ später Ton. Jetzt geht's aber.
Also gerade da wir ja so nah an den Bäumen, also an dem Haus sind von denen, also an dem Dorf, macht mich das echt stutzig, weil hört euch das mal an, wie laut es ist. Und so ein Baum wiegt ja auch schon mal ein bisschen was. Solange es zu unserem Gunsten ist, werde ich mich da nicht beschweren. Ich habe sie bis jetzt auch noch nicht schreien hören. Die Guten. Zum Glück war es vorher schon wieder aus, ne? Habe ich wieder nicht aufgepasst. So. So, ich werde versuchen, nicht. Warte mal, das machen wir jetzt auch mal fix hier. Denn, ich zeig's mal ganz kurz, wenn wir uns das hier hinsetzen, füllt sich unsere Ausdauer wieder aus. Auf. Das ist relativ praktisch. Wenn wir jetzt doch hier uns daran setzen, die Behausung fertig zu bauen, da braucht man ja auch ein bisschen mehr Ausdauer als normal. Ich packe jetzt mal dieses Feuerzeug hier weg. Immer dieses Geschnippe macht mich noch wahnsinnig. So. Da haben wir doch mal schon relativ viel weggeholzt, ne? Wenn man bedenkt, wie das am Anfang hier aussah mit den ganzen Bäumen. Das sind Kannibalen. Ah! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Die klingen ja widerlich. Oh. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Hi. Ich muss den Ton. Aua, 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 aua. Wieso? Der schlägt nicht mehr, der schlägt nicht mehr. Dieses Geräusch ist einfach widerlich. Und ich muss mal ganz kurz hier den Einstellungen was ändern, denn es hat sich halt gerade so dermaßen geruckelt, als es hier etwas zu Action kam. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, ob es in den OBS-Einstellungen liegt. Ich schaue mal ganz kurz nach. Einen Moment. Es geht weiter. Ich will gar nicht auf Continue drücken, denn ich weiß, es kommt nämlich gleich dieser Spurmann hier angesprungen und ich weiß nicht, wo er ist. Komm her, du kleiner Pisser. Nein. Ja. Wie werden wir denn bitte schon weg mitgenommen? Ein zweites Mal? Wir werden echt zweimal mitgenommen. Hi, Freunde. Cool. Ich hätte doch lieber bei der Firefighter-Axt bleiben sollen. Denn jetzt hängen wir wieder hier an diesem. Jetzt hängen wir wieder hier. In dieser Scheißhöhle. Kommen wir echt zweimal in die Höhle? Ich meine, ich beschwere mich da jetzt nicht. Ich nehme es natürlich gerne entgegen. Gefallen tut es mir aber nicht. So, diese Skull-Axt, die werde ich nicht mehr benutzen. Die ist ja so langsam. Ich glaube, wäre ich bei der anderen Axt geblieben, ich will jetzt nicht sagen, hätte ich das vielleicht geschafft, aber ich hätte vielleicht eine etwas größere Chance gehabt. Und gegen drei von diesen Mistviechern ohne Medizin war das natürlich sehr, sehr unfair. Komm, den Schädel nehmen wir mit. Ich weiß zwar nicht für was. Wir nehmen es einfach mal mit. Das letzte Mal ging es doch hier relativ schnell raus. Und ich glaube, das Glück haben wir jetzt,
Nicht. Es ist dunkel wie im Affenarsch. Ich sehe nichts. Die Geräusche sind relativ bescheiden. So, ich muss jetzt mal ein bisschen die Lautstärke runterdrehen. Das hat mich jetzt so fertig gemacht auf dem Ohr. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Okay, also hier geht's raus. Hier sind wir vorhin schon rausgegangen. Aber es ist Nacht draußen. Und wie es scheint, ist da auch Licht. Nacht und Licht heißt für mich nur, dass da Eingeborene sind. Wir gucken jetzt einfach mal. Mach das Licht wieder an. Okay. Wir gucken jetzt mal ein bisschen in der Höhle rum. Denn ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich hier was übersehen habe. Dass es hier noch einen Kompass oder sowas gibt. Wo, weiß ich natürlich nicht. Habe ich auch nicht nachgelesen, denn das wollen wir ja ein bisschen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine kluge Idee ist, das jetzt hier zu machen. Nein, ich wollte es nicht trinken. Scheiße, habe ich es getrunken. Okay. Wenn ich im Inventar bin, läuft die Zeit ja trotzdem weiter, ne? Okay, Boost haben wir genügend. Stöcker. Ach komm, wir nehmen einfach alles mit, was es jetzt hier gibt. Geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ich nehme trotzdem die Axt wieder. Ja, mach nur ein bisschen Krach. Okay, das ist auch. Das war jetzt auch nicht gerade leiser. Diese Höhlen, die sind echt verwinkelt, ne? Also ich weiß nicht, hier sind. Sind wir von hier gekommen? Geht's hier runter? Ich sehe nichts. Und da habe ich schon die Helligkeit höher gestellt. Ich glaube, die ist sogar schon auf Maximum. Für mich jetzt hier. Nein, es geht noch heller. So. Ach, dieses. Ja. Danke. Danke für nichts. So, gut. Bringt mir es. Also, sehr viel sehe ich jetzt trotzdem nicht. Was haben wir hier? Okay. Geld nehmen wir dankend an. Oh, und ich habe Medizin gefunden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Snacks. Und eine Karte. Wir haben die Karte gefunden von den Höhlen. Ups. Falsch. Gut, die will ich jetzt aber erstmal nicht haben. Ich gehe noch ein bisschen hier runter. So. Und suche einen anderen Ausgang. Ich höre Wasser auf meiner linken Seite. Hängen überall Zähne von der Decke. Tine Wittler wäre sicher stolz auf die Eingeborenen, also einrichtungstechnisch. Hallo Freunde, ich bin da. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch ein kleines Zeltchen hierher, damit wir speichern können. Und dann würde ich nämlich auch die Aufnahme beenden. So, ob das jetzt so schlau ist hier. Temporary Shelter. Hier haben wir noch ein paar Stöcke. Es ist nicht schön, es muss einfach nur hier hinpassen. So, zack. So, wir brauchen Stöcke. Ich glaube, hier oben waren irgendwo noch Stöcke. Ob das jetzt genug waren, weiß ich nicht. Ich glaube, hier oben waren keine Feinde. Hoffe ich zumindest. Ich habe zumindest keine gesehen. Ah, das ist ein Auto, was gerade hier draußen rumfährt. Ich habe gerade dieses tiefe Bassgeräusch gehört.
So. Ist das das, wo wir vorhin waren? Ja, hier ist das ganze Bußlager. Aber wie es scheint, gibt es hier keine Stöcke mehr. Die haben wir jetzt alle mitgenommen. Da ist noch ein Stock. Ein Stock, gut, da können wir jetzt nicht mehr viel mit anfangen. Wir brauchen noch 7 jetzt noch. Das wird schwierig. Das kann ich, glaube ich, nicht drüben hauen. Nee. Snack. Wir müssen einfach irgendwie rauskommen, ne? Irgendwo ging es hier raus. Ich glaube, wir machen. Nee, das sind die Zähne. Es ist schon sehr imposant, wie sie hier die. Hier ging es raus. Wir machen es einfach hier raus. Wir müssen irgendwie speichern. Und es ist Tag. Kann ich von hier? Nein, kann ich nicht. Okay. Wir sind aber wieder im haupteingeborenen Dorf. So. Und ich mache jetzt schnurstracks nach Hause. Ich will jetzt nicht wieder in die Arme von irgendwelchen blöden Kannibalen oder Haupt- oder Geborene, Eingeborene laufen. Das möchte ich nicht. So. Hier ist alles safe. Hier ist alles ruhig. Und wir sind wirklich genau in diesem haupteingeborenen Dorf abgestürzt. Das ist ein Glück, was wir da gehabt haben. Wirklich. So. Ausdauertechnisch sind wir auch nicht so am Start. Es liegt einiges im Argen. So, mitnehmen. Gut, die Stöcke nützen uns jetzt eigentlich nichts mehr, denn das Zelt da unten wird, glaube ich, nicht mehr so benutzt von uns. So, ich renne aber wieder hier runter. Und wir haben trotzdem noch ein Problem, denn hier unten liegen diese Kannibalen. Wir müssen diese Leute hier so schnell wie möglich wegbringen. Denn Fleisch lockt ja noch mehr von denen an. Und das möchte ich jetzt nicht gerade gerne sehen. C, schnell speichern. Tag 6. Wir haben jetzt schon 7 Tage überlebt. Und man merkt, dass der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Wir schauen, was dieser heutige Tag noch bringt. Ja, es ist ungefähr Mittag. Ich werde trotzdem weiter versuchen, das Häuschen fertigzustellen, eventuell, wenn es funktionieren sollte, wenn wir nicht wieder Besuch bekommen. Und eventuell noch eine weitere Schildkröte holen. Eventuell auch schauen, ob wir irgendwo anders noch bauen werden. Auf einer Insel oder so, wo man safe ist und nicht sofort von Eingeborenen im Rücken überrascht wird. Denn hier sind wir anfangs zwar relativ safe gewesen, aber dadurch, dass wir jetzt wissen, wo wir sind, werden wir, glaube ich, noch unser blaues Wunder erleben. Ich weiß nicht, ob die Kannibalen auch so ein ausgetüfteltes Kommunikationssystem haben, wie die Eingeborenen mit ihren Effigies, die sie da aufstellen, um zu markieren, du bist hier nicht erwünscht, oder ob die einfach nur vorbeikommen, mal schauen, was es hier so etwas zu essen gibt. Wir werden es auf jeden Fall zusammen rausfinden. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ciao!